Empfehlungsmarketing funktioniert durch die Nutzung der Bereitschaft zufriedener Kunden, ein Produkt oder eine Marke weiter zu empfehlen, wodurch diese Kunden als Werbepartner agieren und ihre positiven Erfahrungen mit ihrem Umfeld teilen. Dieser Prozess wird durch 4 wesentliche Punkte unterstützt. Kundenanalyse zur Identifizierung möglicher Markenbotschafter. Hierbei geht es darum, eine solide Beziehung zu überzeugten Kunden aufzubauen, die ein Potenzial als Markenbotschafter aufweisen. Die Reichweite, Überzeugung und Glaubwürdigkeit dieser Kunden sind entscheidend, um sie als Empfehler zu gewinnen. Strategie zur Weiterempfehlung erarbeiten und umsetzen. Nachdem mögliche Markenbotschafter identifiziert wurden, werben diese in ihrem Umfeld für das Produkt persönlich oder online. Die Kommunikationskanäle können Social-Media-Kanäle, E-Mails oder andere persönliche Kommunikationskanäle umfassen. Technische Umsetzungen wie ein Empfehlungsportal können dabei helfen, die Weiterempfehlung zu erleichtern. Die Nutzerfreundlichkeit ist dabei ein Schlüssel zum Erfolg. Prämiensystem anbieten. Um die Motivation der Markenbotschafter zu erhöhen, können Prämien in unterschiedlicher Form für jeden geworbenen Neukunden angeboten werden. Diese Prämien dienen als Aufwandsentschädigung, fördern die Loyalität und sind eine Belohnung für vorangegangene Bemühungen. Oft ist jedoch die persönliche Überzeugung der Markenbotschafter die größte Motivation. Laufende Kontrolle und Optimierung der Strategie. Durch die technische Umsetzung lässt sich anhand von Kennzahlen transparent feststellen, ob die Strategie zum Erfolg führt oder optimiert werden muss. Unternehmen sind daher dazu angehalten, die Empfehlungsaktivitäten regelmäßig zu überprüfen. Empfehlungsmarketing zielt darauf ab, verschiedene Ziele zu verfolgen, wie Neukundengewinnung, Steigerung der Konversionsrate, Lead-Generierung, Aufbau und Stärkung einer Marke, Festigung bestehender Kundenbeziehungen und die langfristige Steigerung des Umsatzes. Die konkreten Maßnahmen werden in einem individuellen Empfehlungsprogramm definiert, das je nach Bedürfnis eines Unternehmens sehr verschieden ausfallen kann. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.